lassen das erstmal. Ist das? Kult. Nur kultes Buch. Salt is important when dealing with demons. For best result, a handful must be thrown at the target. Also, ja, das ist ja altbekannt, ne? Salz ist, ist gut gegen Dämonen, ne? Wenn du es mit Dämonen zu tun hast. Für die besten Resultate musst du eine Handvoll auf die, Dämonen da schmettern. Aber ich meine Geister auch, ne? Man sagt ja immer, dass du so eine, du hast da so eine Line von Salz, ne? Und die, können das nicht passieren und so. Ah, oh, guck mal, wir können Videospiele spielen, oder? Okay. Da ist keine Zeit für Spiele! Ah! Oh. Your Tamagotchi, das ist ein Tamagotchi, oder? You feed your Tamagotchi. Wow. Lacey's Diary. Ich habe irgendwie gerade kein Bedürfnis, da durchzugehen. Oh. Ich sollte eins davon mitnehmen. Ich dachte eigentlich das Trinkpäckchen. Mein Notebook, to organize meine Notizen. Die Rune! Oh, ich erinnere mich. Ich glaube, das gab es auch bei Project Cat. Oh, das ist Salz. Obtain Return Dog Knob. And finally this thing. Also, wenn die Informationen, die ich bekommen habe, akkurat sind, dann ist das mein Ticket nach Hause zurück. You place the letter and to-do list into. Du platzierst einen Brief und eine To-Do-Liste in, ins Notebook. Okay. Was habe ich denn hier? Einige Klamotten, die ich als Geschenk bekommen habe. Es ist noch keine Zeit, sie zu öffnen. Ach ja, wie cool. Oh. Ach, es fühlt sich so gut an, in schlichteren Klamotten, also in, zu sein. Traurigerweise kann ich so nicht bleiben. Es fühlt, ich fühle mich dadurch ein bisschen faul und ich habe Dinge zu tun. Toll. Ich habe das alles im Dunkeln gemacht. Da ist Saft. Ja, und Saft. Orangensaft. Es ist zu warm zu trinken. Cozy Gaming Space by the way. Sie hat einen Cozy Gaming Space am Fenster. Holy shit, das Mädchen. Ich träume davon. Ein paar süße Posters. So. Wir wissen, was das ist. Das ist echt furchtbar, ne? Ich wollte durchgucken und hab dann direkt hier. Ich muss das tun. Hab dann. Hallo, ich hab Hunger. Scheiße, es bin nur ich. Nix als nur Luft füllt diesen Mülleimer. Ein paar Handtücher und Wäsche ist in dem Korb. Oh, ja, danke, ich muss Wäsche waschen, ne? Eine entspannte Badewanne. Bist du jemand, der gerne baden tut? Oder bist du jemand, der gerne duscht? Ich dusche gern. Soap, Shampoo, Conditioner. Cool. Ein Stuhl. sogar ein Badezimmer zum Pflanzen. Naja, okay, der ist fake. Okay. So ein Red Lipstick. I wonder if I can use something like this to. Ob ich sowas nehmen kann, um etwas an ein Symbol zu nehmen? Soll ich den Lipstick nehmen? Boah.
hört Ryan. Okay. Oh, oh mein Gott, hast du was gehört? Okay. Und wessen Zimmer ist das? Abgesperrt. Wahrscheinlich für die Eltern, ne? Nee, das ist es. Okay, das war ein anderes BDSM-Zimmer. Ein Bücherregal mit komplizierten Büchern. Schwarz, schwarz. Keine roten Markers hier. Vielleicht in meinem Zimmer? Eine klassische Alarmuhr. Wecker. Papa vertraut diesen Alarm-Apps nicht. Okay. Ein Naked. Das sind verschiedene Farben an Fadenrollen. Oh Gott. Das Rote. Ja. Nehmen wir das Rote mit. Roten Faden. Ein Schrank. Es schließt nicht mehr so gut. So. Narnia? Okay. Okay. Habe ich da irgendwie was verpasst? Hätte ich hier... Oh, Manga oder Non-Academic Stuff. Okay. Blau, rosa. Sieht so aus, als hätte ich keine roten Markers. Vielleicht unten? Gucken wir mal. Achso, es ist schon. Hier könnte Stifte sein. Roter Marker, perfekt. Yes. Das ist, glaube ich, Badezimmer. Ne, Küche ist das gewesen. Badezimmer ist das gewesen. Okay. Hier noch irgendwas? Hier sind ja so verschiedene Sachen. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ich muss Licht angelassen, ne? Ich bin ein böses Mädchen. Ich hab... Da, mir geht's ums Licht. Ich würde gerne erstmal hier speichern. Machen wir hier. Und ich glaube, ich muss ganz schnell was essen. Ja, also diese kurze Essenspause, die hat ein bisschen länger gedauert. Die dauerte genau 2 Tage. ja, mir kam was dazwischen. Aber jetzt geht's weiter. Ich bin auch mal gespannt, ob ich jetzt heute einen guten Übersetzungstag habe oder nicht. Ich muss gerade kurz wieder gucken. Ah, okay. Oh. Oh. Brüderchen. Du bist doch mein Bruder, oder? Es ist Hiro. Ich frage mich, was er wohl liest. Ich sollte ihn wahrscheinlich nicht stören. Er ist immer nett zu mir, aber ich bin mir sicher, er braucht auch mal manchmal eine Pause. Ich hab einen Stalker. Oh, nee, ich wollte nur vorbeigehen. Setz dich.
Okay. Hör zu. Einer für den Kummer, zwei für Geburt. Drei für die Beerdigung, vier für die Geburt. Nee, warte mal. Fünf für den Himmel, sechs für die Hölle. Sieben für den Teufel, ihn selbst, sich selbst. Spooky, hä? Gruselig, hä? Weißt du, was das ist? Ein Gedicht? Ja, über das 10 von Magpies. Ich weiß nicht, was Magpies sind. Das sind so eine Art von Krähen, nur in süßer. Die sind eine Art von Krähen, aber nur süß. Ach, danke für die Erklärung. Ah. Warte mal, ich muss mal gerade jetzt mal gucken, wenn das jetzt öfters kommt, ne? Muss ich jetzt mal gerade gucken, was ist Magpies? Magpies. Elstern! Oh mein Gott! that you see that, also, man sagt, dass die Anzahl der Elstern, die man sieht, das Schicksal bestimmt. Aber da gibt es so viele Variationen von dem Reim. Wie kannst du genau dein Schicksal bestimmen? Ich bin nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass ich... I'm not sure, I believe in fate. Heißt das, ich bin mir nicht sicher, dass ich an Schicksal glaube? Oder heißt es, ich bin mir nicht sicher? Ich glaube an Schicksal. Ich glaube, es heißt eher, ich... Ich glaube nicht, dass ich an Schicksal glaube. Oh ja, es kann nett sein, an irgendwas zu glauben. Ich glaube an Makaron. I thought you would say something. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du sowas in der Art sagen wirst. Ich glaube an Lacey. Oh! Ich glaube daran, dass du all deine Träume erreichen wirst. Oh. Dann versuche ich auch daran zu glauben. Don't hesitate to talk to me if you want. Scheu dich nicht, mit mir zu sprechen, wann immer du willst. Du störst mich niemals, okay? Okay. Du bist zu cheesy. Du bist zu käsig. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagen soll. Aber danke. Das ist so süß. Das ist ein süßer. Das ist so ein lieber. Ein wundervoller Stuhl. Ich wollte gerade sagen, ein wundervoller Chair. Ein wundervoller Tisch. Okay, sind wir wieder hier? Wir wollten aber... Achso, ja, klar. Hier ist das Klo. Wir wollten, glaube ich, das Ritual machen, ne? Ein Haustelefon. This is the cable I need to tie a red string to. Das ist ein... das ist das Kabel, wo ich einen roten Faden noch dazu dann machen soll. Ja. Oh, warte mal, war hier nicht noch eine Nummer? Ja, ja. Okay, okay, warte, ich will sie mir kurz aufschreiben. Oh mein Gott, ich habe hier noch einen Tee. Warte. Habe ich irgendwie gar nicht. Ich habe das gerade irgendwie voll vergessen. Ich habe es gerade nur gemerkt, weil es auf einmal so warm wurde, dass ich mir einen Stift holen wollte. Salbei-Tee.
1, 9, 5, 2, 4, Raute. Ja, ich sag Raute dazu, nicht Hashtag. 1. Wer ist da? Hi, Mom. Ah, Lazy, was gibt's? Ich ruf nur an, um nach dir zu sehen. Wir sind sehr beschäftigt. Brauchst du irgendetwas? Nein. Dann rufe ich dich ein anderes Mal an. Okay. Wow. Nicht, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Was macht denn dein Brüderchen so? Ja, der sitzt draußen, ist am Lesen. Was macht denn Danny so? Ja, er massiert mir gerade die Füße. Ende. Lass mal das so. Oh mein Gott. So. Aber der Bruder weiß, dass wir hier so ein Ritual machen wollen, ne? Haben wir es? Wir müssen das doch. Ja, die Vordertür. Ich muss ein rotes Symbol hier dran machen. Go inside. Nein. Die Vordertür, da ist immer noch kein rotes Symbol dran. Go. Hä? Ja, weil ich es eigentlich machen wollte. Ich hab. Oh mein Gott, ich bin ja auch dumm, ne? Warte mal, wie ging das nochmal? Z? Nein. E? Nee. Oh mein Gott. Wie ging nochmal Steuerung? Oh mein Gott. Hä? Ah, ich habe auch einen Faden. Was nehme ich denn jetzt? Was ist das die? Crimson Passion? Den kann man nicht mal abwaschen, deswegen nehme ich den jetzt nicht. Deswegen nehme ich Farbe oder nehme ich Lippenstift? Versuchen wir es mal. Oh nee. Lippenstift auf Holz funktioniert überhaupt nicht. Das Teil ist jetzt nun komplett ruiniert. Ich hoffe, Mama wird nicht wütend. Ich schmeiß ihn weg und tue einfach so, als hätte es nie existiert. Ja, das war schon die beste Wahl. Okay. Hätte ich mir aber auch denken können. Ah, warte, ich muss mal gerade meine Klamotten alles arrangieren. Irgendwann mal kommt der Tag, an dem ich einen neuen Stuhl habe. Aber ich habe keinen Pinsel, gell? Aber so auch wie ich mit Lippenstift an Holz, also ich habe noch nie mit Lippenstift auf Holz. Time to try. Zeit zum Malen. Was ein seltsames Symbol. Jetzt wird das Haus noch mehr verflucht sein, als es eigentlich schon ist. Ich möchte gerade mal was machen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal, das gab mal so ein. Es ist mir auch nach der Aufnahme so eingefallen, dass ich das doch mir durchlesen wollte. Ich habe nicht alle Forumbeiträge mir durchgeguckt, ne? Yes. Yes. Weil ich mir so gedacht habe, so vom Titel her, ne, also von Fragen her, waren das irgendwie. Waren die komplett uninteressant. Ich mach mal How to Get Letter. Ne, das ist wahrscheinlich ein Brief, den wir haben. Wo wir gesagt haben, dass manche ewig auf den gewartet haben, aber wir ihn irgendwie schon am nächsten Tag bekommen haben. Ich muss noch die Musik auf meinen Ohren leise machen. Sonst brülle ich hier noch weiter ins Telefon, ja. Hallo? Ich kann den Pizza noch weiter ins Mikrofon rein. I wanna try a ritual, but I don't know how to get it. Ich möchte das Ritual ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den Brief bekomme. Hilfe?
Read the sticky. You need to send a letter with just your name in it. If you chosen, you get a golden envelope at some times. Du musst einen Brief mit deinem Namen, wo dein Name ist, versenden. Und wenn du auserwählt wirst, dann kriegst du irgendwann mal den goldenen Umschlag ab irgendeinem Punkt. I don't get it. It is like my full name, nothing else. What address am I to? Ich versteh's nicht. Einfach nur meinen vollen Namen, nichts weiter. Und an welche Adresse soll ich das schicken? Und braucht es auch eine Briefmarke? Ich wollte gerade sagen, Briefstempel. Niemand hilft mir. Ihr seid alle doof. Again, the information you need is in the sticky. Read the rules next time. There's a search button for a reason. Nochmal, die Information, die du brauchst, ist in dem Sticker. Lies die Regel das nächste Mal. Da ist nicht umsonst ein Suchbutton. Oh. Okay. Der Post wurde zugemacht. Breaking the Rules haben wir ja gelesen. What's with the weird ads? Does anyone know what's the deal with the ads at the top of the phone? There's Dog Knobs for Sale. What's next? Worship? Hat irgendjemand eine Ahnung, was das eigentlich für eine Sache ist mit diesen ganzen Werbungen ganz oben am Forum? Da gibt es Türknöpfe im Angebot. Was als nächstes? Waschmaschinen? I also want to know, to be honest, the ad has been up for a while. Someone must be making the big bucks of broken doors. Ich möchte es um ehrlich zu sein auch wissen. Diese Werbung ist schon seit einer ganze Weile da. Irgendjemand muss wohl sehr viel Geld machen mit kaputten Türen. While the admins have not shared with us the source of the ads, please remember this. Site 3 ads are necessary even for its day of law. Die Admins haben nicht mit uns die Quelle der Werbung geteilt, aber denkt immer daran, diese Seite ist kostenlos. Werbungen sind nötig, damit die Seite weiter bestehen bleibt. Also finanziert sich. Na, logisch, ne? Also, muss der nicht erklären. Fair bro, you make a good point. I think I will buy a new dog, not for my background to support the site. Ich möchte, glaube ich, hauptsächlich lieber erstmal kurz mir das durchlesen, bevor ich das dann irgendwie on the fly so bruchstückhaft übersetze. Guter Punkt. Ich denke, ich werde irgendwann mal so einen Türknopf für mein Schlafzimmer kaufen, um einfach mal die Seite zu supporten. Everyone's on the place. I'm happy to have the site, even if it's founded by Big Dog Knopf. Okay, tut mir leid, dass ich gefragt habe, das war unangebracht. Ich bin natürlich glücklich, dass wir diese Seite haben, auch wenn die gestiftet wird von einem großen Türknopf. Haha. That's where I order. Da habe ich meinen Türknopf bestellt. Ach so, das ist ein Türknopf? I can use it to return home after doing. Anscheinend kann ich damit wieder nach Hause gehen, nachdem ich das Ritual. Gemacht habe. Es ist wahrscheinlich eher nur so ein Scam, also so ein Verarscher, aber. If it's so placid here, even as a... Um Hiro zufriedenzustellen, wird es wohl halt auch ein Scam tun. Ich glaube aber, ansonsten haben wir alle, ne? Breaking the Rules habe ich. Tips on the Bus Ritual habe ich. Where does the bus go? Habe ich auch.
warte mal, habe ich die Tipps wirklich? Ja, okay, ich hab das. Thanks. Ja, das hat mit irgendjemandem zu tun, der irgendwie sich nicht sicher war, ob er das durchziehen will. Okay. Gut, jetzt ich wieder weiß, wie das funktioniert mit... Ich vergesse immer, sich dann zu machen, gell? Wieso ich wieder weiß, wie das funktioniert mit dem Inventar. Kann ich ja... das da machen, ne? Okay, ich war mir eigentlich felsenfest überzeugt, da muss ich irgendwas mit Z noch machen. Hasenohren oder, also, soll ich eine Hasenohren machen oder ist einfach ein Knoten genug? Habe ich jetzt Hasenohren? Ich habe Hasenohren, ne? Das ist eine Schleife, ne? Ich hätte nämlich, wenn dann echt ganz... Ich vergesse immer das Licht, ne? Yo, Bro! Bro! Was geht das eigentlich in dem Buch? Legenden und irgendwelche Reims und diese Art von Dinger. Mein Gott, das Buch ist... Ich habe das Buch aus dem Bücherladen am Ende der Straße bekommen. Ist das denn gut? Klar! Du wirst es wahrscheinlich sogar mögen. Die sind nicht alle gruselig. Achso, er redet vom Bücherladen. There's a legend that say the heart of a witch can grant any wish. Okay, der redet nicht vom Bücherladen, der redet vom Buch. Da gibt es eine Legende, die sagt, dass das Herz einer Hexe jeden Wunsch erfüllen kann. There must be a catch. Sounds like there must be a catch. Klingt so, es muss das irgendwie fesselnd sein. Vielleicht? Ich hab's noch nicht beendet. Okay. Ach, der ist lieb. Ich hab nur zwei Schwestern. Zwei ältere Schwestern. Ich speichere mal. Ich hab nur zwei ältere Schwestern. Ich hab ein grausames Schicksal. Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht, sorry. Ach, das ist aber irgendwie ein süßes und seltsames Symbol. So klar, ich hab's recht. Achso, das Licht ist da an. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier doch irgendwo noch das Notizbuch, ne? To-Do-List. Say goodbye to... Oh! Das ist das Busritual mit... Also, es ist die Bedienungsanleitung vom Busritual. It is how to summon a bus which picks you up. Also, das beschreibt, wie du einen Bus heraufbeschwören kannst, das dich dann bei Nacht abholt. Soll ich das lesen? Ja. Du musst alleine spielen. Was du brauchst. Eine Indoor-Location, also drin musst du sein. Du brauchst ein Haustelefon und du brauchst einen roten Faden. Rote Farbe, eine Rune und eine Uhr. Vorbereitung. Complete the preparation before this. Du musst die ganzen Vorbereitungen machen, bevor die Sonne sich gelegt hat. Binde einen roten Faden an der Korde vom Telefon. Nimm rote Farbe. Oh mein Gott, da steht ja sogar Red Paint! Ich brauche bestimmt diesen verdammten Lippenstift für irgendetwas und ich hab's verkackt. Verwende die rote Farbe und dann zeichne das folgende Symbol
auf der Ausgangstür, die du halt gewählt hast. Und die Tür, das muss halt nach außen zeigen. Die Uhr musst du auf Mitternacht setzen. Geh schlafen. Wenn die Uhr läutet, oha, steh auf und dann soll ich diese Telefonnummer, die ich mir jetzt gerade mal hier aufschreibe, 281 Raute 0, soll ich das wählen? Wenn der Anruf, also wenn es verbindet ist, also wenn da jemand abnimmt, dann soll ich Folgendes sagen: Mein Bus ist zu spät. Das ist die Deutsche Bahn. Board the bus before er ist. Und dann ändere, also dann besteigt den Bus, bevor er geht. Place the rune inside the bus ticket machine. Die Rune soll ich in dieser Bus-Ticket-Maschine platzieren. Denk dran, ich soll keine Weapons mitnehmen. The phone may no longer look the same at night. Remember the placement of the numbers. What? Bei Nacht soll das Telefonnummer nicht so aussehen wie am Tag. Ich soll mir die Placements der Nummer merken. Warte mal. Reden wir von dem hier? Das ist ein Klo. Reden wir. Warte mal. Jetzt bin ich aber gerade vollkommen verwirrt. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es. Ich will sicher gehen. Ich will mich hier nicht in irgendeinem. Ich mache gerade ein Foto von davon. 1, 2, 3, 4, okay, eigentlich ist es voll leicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, okay, ich bin eigentlich voll dumm. Okay. Ah! Geh weg! Ja, okay! Darf ich mich von hier... Kann ich hier noch was sagen? Darf ich mich von ihm verabschieden? Du liest normalerweise keine Fiktion. Ah, schuldig! Ich bin so ungeduldig, was lange Geschichten angeht. Ich überspringe immer bis zum Ende, um zu sehen, was passiert. Ruiniert das nicht den ganzen Spaß daran? Also, du magst es vielleicht, die Puzzle zu lösen und die Mysterien aufzudecken, bevor sie revealed wird, bevor sie zum Vorschein kommen. Aber ich hätte ganz gerne die Antworten auf ein Silbertablett serviert. Mit extra Käse. Ja, ich bin vorsichtig mit dem Käse. Wie funktioniert, also wie läuft es mit dem Ritual? Es läuft. Bist du nervös? Denkst du, das wird funktionieren? Eventuell. Wenn es funktioniert, wäre das Seltsamste, was mir in meinem Leben passieren wird. Du hast so recht. Oh, und denk dran, Mutter hat etwas Essen im Kühlschrank hinterlassen. Es ist ja nicht kalt. Du isst die Dinge immer... Oh Gott, ich fühle mich so verbunden. Ich esse auch vieles kalt, weil ich so faul bin, es wieder warm zu machen. That's why you're small, you don't get... Okay. Da fühle ich mich nicht verbunden. Ich bin 1,78. Deswegen bist du so klein. Du bekommst nicht genug Nährstoffe. Also erstens, ich habe es schon gegessen. Zweitens, ich bin nicht klein. Du bist klein. sei vorsichtig da draußen, Lacey. Stell deine Sicherheit immer an erster Stelle, vor irgendetwas anderes. Du hast das schon 30 Mal gesagt. Nur 30?
Hiro scheint sehr fokussiert auf sein Buch zu sein. You can't seem to say good. Du kannst es nicht in Lebo zu sagen. Okay. Ich komme nicht dazu, Ciao zu sagen. Okay. Ich habe gedacht, irgendwann mal passiert's. Aber egal. Es wird für dich vielleicht jetzt noch nicht so ein bisschen horrorig, ne? Aber ich bin echt gespannt. Also es sind, glaube ich, einen echt dezenten Aufmarsch. Oh mein Gott, ich muss auch vorlesen, ne? Ich hoffe, ich tue... Ach so, ja, ich hab's gerade... ich glaube, sie hat wahrscheinlich gesagt, ich mache mal auf Snoosen, also, ne? Und ich hoffe, ich tue es nicht wieder aus Reflex und ruiniere das Ritual. Ja. Ich hab's auf Midnight gesetzt. Was? Ah, da. Talk to Hero. Ah, okay. Ich will ganz kurz was gucken. Okay. Können wir uns wohl nochmal mit ihm unterhalten? Wenn wir es nicht schon alles so viel getan hätten. Aber hey, ist okay. Ich rede gern mit ihm. Er ist knuffig. Hero! Ich habe das Ritual vorbereitet. Ich verstehe. Gibt es da wirklich nichts, was ich machen kann, um deine Meinung über das Ritual zu ändern? Hero. Ich weiß. Ich hab gesagt, ich hör auf, aber... Punkt. Ich mache mir nur Sorgen. Es wird gut gehen und ich sehe dich morgen. Punkt. Okay. Also ich möchte nochmal fragen. Would you mind not being... Nur um sicher zu sein, nur für den Fall. Wäre es für dich in Ordnung, nicht zu Hause zu sein heute? Ich verstehe. Ich denke nicht, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird, nur für den Fall. Verstanden, keine Sorge. Ich habe auch schon Pläne gemacht, also werde ich heute Abend sehr spät sein. Also sehr spät weg sein. Okay. Sei nur nicht vor 12.30 Uhr wieder da. Keine Sorge. 12.31 Uhr auf Punkt genau. Wirklich, mach dir lieber Sorgen um dich selbst. Also kümmere dich lieber um dich selbst. Kümmere dich darum, dass du auch wieder in ein Stück zurückkommst. Ich meine es wirklich. Gib auf dich acht. Okay. Because I can't say... Oh, ich schätze, ich kann nicht nach all dem richtig lebewohl sagen. Warum habe ich ihm nur gesagt, dass ich ihn morgen sehe? Auch wenn wir das jetzt hier so spielen, so ritualmäßig und sowas, ne? Man macht daraus, also... Selbst wenn man glaubt, dass da eventuell nichts passiert, na, einfach nicht machen. Aber sie hat wahrscheinlich persönliche Gründe, warum sie das unbedingt machen will. Also anscheinend möchte sie irgendwie sterben? Warte. Ja, Nitolai, ja. Ich bin so nervös, um irgendwas anderes zu tun. Dann noch wieder bin ich nicht sicher, ob ich auch schlafen kann. Ich werde mich einfach hinlegen und die Augen schließen.